Yo, servus, wie geht's euch jetzt so? Ich bin's, der Big Mesher. Willkommen zurück zu einem weiteren Lost in Translation Let's Play von Tales of the Tempest für Nintendo DS. Wie ihr unschwer vielleicht erkennen konntet, habe ich ein bisschen den Titel verändert. Also da steht jetzt oben über dem Video Lost in Translation Let's Play. Dieser Vorschlag wurde von LeonGamer347 gemacht, der mich darauf angesprochen hat oder angeschrieben hat, dass wenn ich Let's Play noch hineinschreibe, dass meine Let's Plays leichter zu finden sind als meine Videos, beziehungsweise vielen Dank für den Vorschlag. Wenn ihr, also meine Abonnenten, noch einige Vorschläge habt, was ich noch ein bisschen verändern könnte, dann bitte sagt mir das, dann bin ich bereit, den gern nachzugehen. Ich werde wahrscheinlich nicht jeden Vorschlag, wie schon angesprochen, also wie ich im Feed angegeben habe, nachgehen können. Aber ich werde euch dann auch die Gründe nennen, wieso, weshalb, warum. Und das jetzt angesprochen, machen wir da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, habe ich ein bisschen zwischendurch gespielt und meine Charaktere aufgelevelt. Und zwar sind jetzt Rubia und Caius auf Level 6. So. Mal gucken. Sorry, ich habe gerade gegessen. Kleiner Aufstoßer. So, wo gehen wir jetzt am besten hin? Da ist ein Haus und da ist unser Dorf. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir ins Dorf zurückgehen. Dürfen wir nicht, okay. War mir irgendwie klar gewesen. Ich sollte euch kurz erstmal was zeigen. Ich habe jetzt endlich mal ein paar Techniken gelernt. Also das andere, das was unten ist, da Steuerkreuz links und rechts und B-Taste ist Demon Fang oder Machinken. Das andere ist, wie heißt es nochmal? Oh Gott, ich habe jetzt den Namen von den Techniken vergessen, tut mir leid. Ich werde mir demnächst aufschreiben, was für Techniken die nochmal lernen und was das alles sind. Und ja, wie ihr sehen könnt und schwer erkennen könnt, hat Rubia die meisten Techniken gelernt. Also Caius hat gerade mal 2, Rubia hat schon ganze 4 Techniken drauf. Und ich bin der Meinung, dass die Charaktere extrem schnell aufleveln können. Ich hab... Wow, 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 was ist jetzt passiert? Oh, okay, es ist Nacht. Oh, akzeptiert. Ein bisschen umständlicher Nachtwechsel, aber was soll's. Wir gehen jetzt mal hier zu dieser Farm und gucken mal, was uns hier erwartet. Okay. Wir machen Lagerfeuer in der Hütte. Okay. Ich hätte ein bisschen Schiss, dass da die Bude abfackeln würde, aber okay, weil sehr viel Holz drum liegt, aber was soll's. Ich bin nicht hier, um die Logik von dem Spiel zu hinterfragen, sondern um das Spiel zu spielen. Was mir auch außerdem aufgefallen ist, für die Tales-Fans unter euch sind, falls ihr mich irgendwann mal fragen solltet, ob es auch Skits gibt, also diese kleinen Szenen, die man aufrufen kann, wo die Charaktere dann, also die Charakterporträts, dann miteinander quatschen, irgendwas, was jetzt mit dem Spiel zu tun hat oder einfach nur just for fun. Das ist jetzt bisher noch nicht passiert, wo ich jetzt gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Skits da drin gibt. Aber sobald irgendwann was auf dem Bildschirm auftaucht, wo ich eine Taste drücken muss, werde ich das auch machen. Mal sehen, was dann passiert. Und Sprachausgabe. Außerhalb von den Kämpfen, wie gesagt, gibt es halt nicht. Also viel Spaß mit der Piep-Sounds, also Musik da. Kurzes Feedback zur Story, falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt. Und zwar unser Held Caius hier, das ist der gerade aufgestanden ist, musste mit seiner Freundin Rubia aus dem Dorf flüchten, weil sein Pflegevater, das Wort ist mir letztes Mal nicht eingefallen, das ist sein Pflegevater, ein Lykant ist, also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Lykant sind Menschen, die sich in Tiere verwandeln können und die von der Kirche gejagt und getötet werden, weswegen Caius mit seiner Freundin flüchten musste. Sein Vater ist zurückgeblieben, um quasi als Lockvogel zu agieren. Und Spoilers Alert, Caius ist auch ein Lykant. Ich weiß nicht, ob er es jetzt schon weiß oder ob er es später herausfinden wird. Weil ich habe mal in einem anderen Video, das auch hier mit Tales of Tempest was zu tun hatte, gelesen, dass Caius anscheinend noch nicht wusste, dass er ein Lykant ist.
Ich kann es nicht genau sagen. Wie gesagt, Lost in Translation. Das Spiel ist komplett in Japanisch. Ich verstehe kein Wort von dem, was hier steht. Insofern werde ich einfach nur mein Bestes tun und mich hier so gut wie es geht durchklicken. So, irgendwas mit 1, keine Ahnung. Der einzige Unterschied zwischen den Piepgeräuschen ist, die etwas höheren Piepgeräuschen sind unsere weiblichen Gesprächspartner und die etwas tieferen unsere männlichen. Ah, okay, wer ist das? Na gut, mir erstmal egal, ich werde erstmal... Wow, was ist das denn? Ich werde erstmal abspeichern. Ja, ist ein bisschen nervtötend. Wir haben zwar die Speicherfunktion im Menü drin. Speichern können wir aber wirklich nur, wenn wir auf einem Speicherpunkt stehen. Das habe ich schon letztes Mal angesprochen, dass es extrem nervtötend ist und eigentlich mehr umständlicher ist, als eigentlich gedacht. Aber was soll's. Dafür können wir wenigstens permanent auf der... Halt, was mache ich denn? Jetzt. Reden wir mal mit dem Typen hier. Hä? Oh Gott, Multiple Choice, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt antworten soll. Na, wunderbar. Oh, ich kann Sachen kaufen, Das ist ein Itemshop. Der Typ ist ein wandelndes Itemshop, beziehungsweise... Oh, und ich sehe, Kaius ist diesmal alleine unterwegs. Na gut, was nehmen wir denn am besten? Wisst ihr, was nervtötend ist? Ich habe keine Beschreibung zu dem, was das Ganze hier ist. Oder wenigstens Andeutungen, was genau was jetzt macht. Ich gehe mal davon aus, dass da oben, wo gerade mein Cursor ist, ist Apfelgel. Also das, was unsere HP wieder auflädt. Und das hier, wie nennt man nochmal dieses andere Gel? Also das, was auf jeden Fall hier unsere TP wieder auflädt. Also wir haben keine MP, sondern TP, also Technikpunkte. Ich nehme mir mal... 4 davon mit. Drei beziehungsweise, dann habe ich wieder 4. Und ich brauche ein paar von denen. So. Ich habe keine Ahnung, was die anderen Sachen sind. Insofern werde ich es erstmal lassen. Aber ich muss erstmal kurz gucken. Hat der vielleicht auch noch Waffen? Ah nein, hier kann ich verkaufen. Okay, das hat sich erübrigt. Ich nehme an, dass dann müssen die beiden hier... Wow. Pirat oder was? Extrem dürr, der Kumpel. Okay. Irgendwas will der mir erklären, aber ich habe keine Ahnung, was. Was? Nein. Okay, den werde ich jetzt nicht fragen. Gehen wir nochmal kurz in die Hütte rein. Und mal sehen, ob sie nicht abgefackelt ist. Ah, das Feuer ist aus. Können wir Truhen öffnen? Oh, wir haben 300 Gold gefunden. Ja, Gold ist die Währung in dem Spiel. Ah, das ist ja so cool. So, reden wir nochmal kurz mit Rubia, dann gehen wir mal die Gegend erkunden. Aber vorher mache ich noch einen kurzen Break. Ich bin gleich wieder da. Yo, da bin ich wieder. Und wir machen weiter im Klappentext. So, wir sind wieder allein unterwegs. Jetzt gehen wir mal ins Dorf zurück. Ich glaube, jetzt können wir ins Dorf zurück. Keine Gegner. Okay, das ist gut. Oder auch schlecht. Jetzt gucken wir mal, was passiert ist. So, ich sollte ein bisschen vorsichtiger machen. Okay, unser Vater ist nicht mehr hier. Wir sollten es vermeiden, die anderen Häuser zu gehen. Das könnte sonst ein bisschen... ich gehe mal davon aus, das könnte nicht so gut für uns verlaufen. Was? So, da unten rechts in der Ecke, der da kniet, das ist unser Pflegevater, der Lynkant. Und die zwei, die sich vor ihm aufgebaut haben, sind die Priester, die ihn umbringen wollen. Der oben links ist Rubias Vater, der anscheinend komplett dagegen ist, den netten Herrn umzubringen. Kurzes Feedback, unser Pflegevater hat
das Dorf vor einer Monsterbedrohung gerettet und die anderen Dorfbewohner, außer Rubias Eltern, daraufhin haben damit reagiert, dass sie ihn umbringen wollen. Ja, Lykaner sind eine gehasste Spezies anscheinend in dieser Welt. Und ich sollte mal erwähnen, wer die zwei da unten sind. Also die mit den weißen Kutten. Der unten mit den braunen Haaren, das müsste... Wartet, wenn ich seinen Namen jetzt richtig ausspreche. Lucius oder Lucias sein. Ich muss das Ganze nochmal nachgoogeln. Ich glaube, ich habe seinen Namen falsch ausgesprochen. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Lucius muss es sein. Aber die oben rechts, die rothaarige mit den Zöpfen, wenn ihr das irgendwie erkennen könnt, das ist Romy. Und von den beiden ist sie die psychopathische von allen. Also die, die gerne ihre Pflichten oder ihre Titel ausnutzt, um andere zu töten. Wenn ich euch die Texte zu schnell wegklicken sollte, also falls ihr Japanisch verstehen und lesen könnt, müsst ihr mir einfach einen Kommentar hinterlassen, dann werde ich die Texte das nächste Mal langsamer wegklicken. So. Bedrohliche Musik, höre ich schon die ganze Zeit. Mal sehen, was jetzt passiert. Und wo ist eigentlich Rubias Mutter? Ich habe es eigentlich schon letztes Mal angesprochen. Priester und Nonne haben eine Tochter, okay. Werde ich jetzt nicht hinterfragen, was für einen Glauben die haben oder was deren Regeln sind, weil wie gesagt, Fantasiewelt, da sind die Sachen ein bisschen anders da als bei uns. Also, um das Ganze nochmal ein Feedback zu geben, die zwei sind im Auftrag vom Papst unterwegs, also die in den weißen Kutten. Und wie gesagt, Priester, außer die, außer Rubias Eltern, sind großteils unsere Feinde, die uns alle umbringen wollen. So, der eine geht weg und dann ist nur noch Romy da. So, ich weiß nicht, was der andere da unten gemacht hat. Er hat irgendwas da in dem Raum danach geguckt, dort wo der Verletzte war. Und mal sehen, was jetzt Romy macht. Die hat sich zu unserem Pflegevater umgedreht. Und der andere geht weg, jetzt ist nur noch Romy da, okay. Ja, Kaius, du solltest verschwinden, nicht so am Eingang stehen. Könnte schlecht... Gott sei Dank trägt der andere eine Maske. Ja, der trägt eine Maske. Wahrscheinlich hat er uns da nicht gesehen, aus dem Augenwinkel heraus. Und mal sehen, was jetzt Romy macht. Tada, sie hat Rubias Vater umgebracht. Ja, wie gesagt, Romy tötet gerne Leute aus Spaß, einfach nur, weil sie es kann. Und das sind die Leute, die diese Welt eigentlich beschützen sollten. Großartig, Daumen hoch, Leute. Wie, ich sollte das mal ansprechen, unsere Partnerin Rubia will ja eigentlich auch eine Priesterin werden. Aber nachdem sie, glaube ich, erfährt, oder sie wird dann erfahren, dass ihre Eltern von den Priestern umgebracht worden ist, entscheidet sie sich anders herum. Okay. Den hat sie nicht umgebracht, seltsamerweise. Keine Ahnung warum, bitte fragt mich nicht.
Ach, jetzt geht er hinein. Das gefällt mir nicht. Ich höre immer noch bedrohliche Musik. Wenn ihr euch irgendwas an der Grafik unten auffällt, also die schwarzen Balken, die da ein bisschen mal auftauchen, das liegt am Emulator, daran kann ich jetzt nichts ändern, wirklich. Aber solange sie nicht stören, sollte es eigentlich keine Probleme geben. So, mal abgespeichert. Ich werde jetzt nur mal kurz gucken, was die... Ah, sie leben noch. Oh, ist gut. Das war ein kurzes Gespräch. Die letzten Worte von denen, wahrscheinlich. Ja, das waren deren letzten Worte gewesen. Wir gucken mal hier drin, was uns hier erwartet. Hier liegt der andere drin. Der dämliche Wichser. Ey, ist er da tot oder was? Ich habe irgendwas bekommen, ein Item. Der Typ ist tot anscheinend, der reagiert nicht auf uns. So, ein Wichser. So, ich sollte jetzt am besten flüchten irgendwie. Okay, und das sind die dämlichen Wichser, die uns ans Messer geliefert haben, obwohl wir sie gerettet haben. Ja, die Leute gehören manchmal wirklich verbrannt, also deren Dorf zerstört. Anders kann man es nicht sagen. Weil normalerweise sollte man ja Mitleid mit den Leuten haben, dass deren Dorf angegriffen worden ist, aber wenn die so reagieren, sag ich, ist euch, geschieht euch allen recht, ihr Wichser. Ich frage mich, wie Romy etwas durch diese Maske sehen kann. So, okay, ich glaube, ich muss jetzt flüchten. Ihr solltet mich nicht sehen lassen. Wäre nicht gerade gut. Wow, 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 wow. Okay, das war nicht so geplant gewesen. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Scheiße. Wartet mal kurz, ich muss kurz einen Break machen. So, liebe Leute, ich kann jetzt nicht mehr so lange hier meine Aufnahmen nachgehen. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Ich werde jetzt einfach schnell zum Speicherpunkt rennen und das soll's dann... Ach komm! Na gut, ist nicht so nervtötend wie bei Dragon Ball Z, Saiyajin, Dragon Ball Kai, Saiyajin Raichu, wo nur Dialoge großteils sind. Hier kann ich wenigstens irgendwas machen. Und die halten sich wenigstens kurz und sachlich mit den Dialogen. Speicherpunkt, ich brauche einen Speicherpunkt. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen jetzt im Moment gerade, aber dass es jetzt zwischengekommen ist. Aber das lässt sich im Moment gerade nicht aufschieben. Jedenfalls, ich bedanke mich bei euch, dass ihr reingeschaut habt. Habt ihr es eigentlich abgespeichert oder nicht? Ja. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch, dass ihr reingeschaut habt. Falls ihr noch kein Abonnenten von mir seid, warum abonniert ihr mich nicht einfach, um noch mehr Let's Plays von mir zu sehen? Ansonsten, ich wünsche euch allen noch was und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!